Oh, geil, ein schöner Bus. Ah, ein Busspotter. Der fotografiert mich. Der macht Bilder von mir. Oh, ist der geil. Den muss ich erstmal richtig fotografieren. Hm. Ey! Du musst keine Bilder machen! Hast du nicht Erlaubnis von mir? Du darfst keine Bilder machen von mir! Das ist ein toller Bus. Boah, nochmal hier hin. Ja, so ist gut. Schön im Schnee. Was geht mit dir? Ich muss ein bisschen näher ran da. Oh, Mann, ist der schön. Oh, was ein schöner Bus. Yeah. Du sollst keine Bilder von mir machen, was soll denn das? Der hört nicht auf. Mensch, warum macht der denn jetzt Fotos von dem Bus? Oh, geil. Schöne Bilder. Ja, läuft. Ja, ist ein schöner Bus, ich weiß. Ist ein schöner Citaro C2 Hybrid, ja. Ist auch mein Lieblingsbus. Ja. Ja. Stopp! Darf der das? Busspotter? Was ist das denn? Schon mal was davon gehört? Busspotter? Ja, es gibt für alles Spotter. Flugzeug, Zug, Bus, ganz viele Sachen. Das sind Menschen, die sich für eine Sache sehr interessieren und die faszinierend finden und toll finden. So wie ich zum Beispiel als Busfahrer finde Busse auch toll. Wäre ja sonst falsch in dem Job, oder? Naja, und es gibt Leute, die sind einfach Fans von großen Fahrzeugen, LKW, Bus, Zug, Flugzeug. Und die nutzen jede Gelegenheit, zum Beispiel auch um neue Fahrzeuge schnell abzulichten und die in den sozialen Medien zu teilen. Was dürfen denn eigentlich Spotter? Dürfen die einfach so Fotos machen? Ja, sie dürfen natürlich die Fahrzeuge fotografieren, aber dabei ist zu beachten, dass der Fahrer nicht zu erkennen ist. Es sei denn, der Fahrer gibt euch vorher die Einverständniserklärung und sagt, hey, ja klar, ich habe damit kein Problem, dann ist es auch kein Ding. Es gibt aber Busfahrer und Busfahrerinnen, die mögen das überhaupt nicht, dass ein Bus fotografiert wird, am besten noch mit denen drin. Deswegen mein Tipp so an allen Spotter, macht es tatsächlich, wenn der Bus leer ist. Sprich, wenn der Fahrer vielleicht weggegangen ist, dann könnt ihr auch mal einen Bus fotografieren. Ungefragt jemanden zu fotografieren ist sowieso nicht erlaubt. Das kann richtig teuer werden für euch. Also daher immer den Busfahrer fragen, darf ich ein Foto machen? Und dann könnt ihr ihn auch belassen. Solltet ihr ein Foto machen, wie ein Bus zum Beispiel fährt, ist es in Ordnung, aber dann müsst ihr tatsächlich, wenn der Fahrer sehr gut zu sehen ist, den Fahrer unkenntlich machen. Das versaut natürlich für manchen das Bild. Deswegen nutzen auch viele Spotter einfach die Möglichkeit, sich mit Busfahrern tatsächlich auch anzufreunden. Das ist wirklich so. Und nutzen dann dementsprechend die Möglichkeit, wenn sie mit dem Busfahrer per Du sind, dann einfach auch Fotos zu machen. Ich kenne ein paar Spotter und mich stören sie überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass ich ja mittlerweile selbst schon auch, Gott, ich bin des öffentlichen Lebens geworden. Ja, gut, das bin ich aber als Busfahrer schon vorher auch gewesen. Aber jetzt ist es natürlich bei mir auch wieder ein ganz anderer Bekanntheitsgrad und mich stört es gar nicht. Aber ihr müsst auch nicht böse sein, wenn es zum Beispiel mal einen Kollegen gibt, der das überhaupt nicht gut findet. Der sagt, ey, nee, ich möchte das nicht. Dann müsst ihr das akzeptieren und respektieren. Also Busspotter, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach nur Interesse an einem Fahrzeug haben, an dem Erlenkönig haben, die unbedingt der Erste sein möchten, die dieses Fahrzeug ablichten. Es gibt auch Busforen, wo die zum Beispiel geteilt werden. Hey, habt ihr schon gesehen, den neuen Citaro C2 hat jetzt Hameln gekauft mit der und der Ausstattung. Die sind richtig fasziniert. Und manchmal wissen auch Busspotter weitaus mehr wie der eigene Busfahrer, was die Technik anbelangt zum Beispiel, was für Neuerungen in welchem Fahrzeug sind. Das ist echt faszinierend. Und ich tausche mich auch unwahrscheinlich gerne mit Spottern aus. Ich habe damit kein Problem, aber wie gesagt, andere Kolleginnen und Kollegen haben da manchmal ein Problem mit, dann akzeptiert das und respektiert das. Aber in diesem Sinne, hey, macht doch weiter schöne Fotos von den Bussen. Ich meine, ich mache es ja selber und stelle sie dementsprechend auf Instagram. Übrigens, wenn ihr nur nicht da wart, ich habe auch einen Instagram-Account, herr.busfahrer. Und Facebook bin ich auch vertreten, TikTok natürlich. Und ja, wenn ihr euch das kleine Video gefallen hat und ihr mehr von mir wissen möchtet oder im Bereich des Busfahrens wissen möchtet, dann aktiviert die Glocke und lasst mir doch gleich ein Abo da. In diesem Sinne,
Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Allzeit gute Fahrt als Fahrgast. Euer Herr Busfahrer. Bis dann. Ciao.